Ja, hallo liebe 1000 PS-Freunde, ich bin der Max und ich begrüße euch heute aus dem wunderschönen Österreich. Wir sind in Linz unterwegs und wir sind auf einer KTM-Präsentation. Das heißt, österreichische Marke in Österreich, freut mich immer ganz besonders. Und ja, KTM hat ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht. Es hat geheißen in der Einladung, wir werden ein bisschen Zukunftstechnologien, Zukunftsmusik zu sehen, zu hören, zu fühlen bekommen. Und ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut auf diesen Test und was wir da alles erlebt haben, gibt es im Video. Bleibt dran! Also wir sind da heute, wie gesagt, in Linz im Fahrtechnikzentrum vom ÖMTC in Machtrenk unterwegs und es ist wirklich cool, wir sehen nämlich heute oder haben zu sehen bekommen, eigentlich müsste man sagen, ein bisschen das, was die Entwickler aktuell auf dem Schreibtisch haben, weil normalerweise ist es so, dass bei diesen Motorradpräsentationen eigentlich nur das zu sehen gibt, was die Entwickler vor 2-3 Jahren am Schreibtisch hatten und was jetzt mehr oder weniger Serienreife erlangt hat. Und heute hat es eben, wie gesagt, auch ein bisschen Zukunftsmusik zu sehen bekommen, aber darauf gehe ich ein bisschen später ein. Gehen wir jetzt vielleicht weiter zu dem, was an Technologie hier präsentiert wurde. KTM hat diesen Event gemacht, ganz einfach deswegen, weil auf klassischen Motorradpräsentationen natürlich sehr viel allgemein ums Bike sich dreht, also da geht es halt, wie fährt es, wie ist der Motor, wie ist die Leistungsentfaltung, FMI etc. Aber so richtig die Chance, ein Kurven-ABS, eine Launch Control, eine schräglagenabhängige Traktionskontrolle auch, um das einmal häufig und am Stück und bis zum Limit auszuprobieren, diese Technologien, dazu hat man eher, nach meiner Erfahrung, selten die Chance. Und dementsprechend war dieser Event hier heute sehr willkommen. Die erste Station war Launch Control Test, die zweite Station, die wir am Vormittag hatten, war semiaktives Fahrwerk, die dritte Station war das Kurven-ABS, das wir ausprobieren durften, vierte Station war die Hill Hold Control, dann mit der 1290 Super Adventure, dann die fünfte Station am Nachmittag war dann die Traction Control, die wir austesten durften und die sechste Station war dann der Zukunftsausblick mit Technologien, die einfach noch nicht gezeigt wurden, beziehungsweise die wir jetzt eben als Prototyp testen haben dürfen. Aber gehen wir es kurz durch. Also die Launch Control ist einfach wirklich ein cooles System an der 97 Duke. Natürlich zu Hause aus dem Rennsportbereich, funktioniert aber auch an jeder Ampel natürlich gut, wenn man das möchte und wenn man drauf steht. Man kann einfach wirklich das Gas voll stehen lassen. Der Motor hält diese Drehzahl irgendwo bei 8.000-9.000. Und dann ist es einfach ein bisschen auch noch das Geschick des Fahrers, was gefragt ist, wo man diese Kupplung dann sanft, aber dennoch zügig quasi loslässt, um hier quasi einen optimalen Start zu erreichen. Und wir durften das zuerst quasi ohne Systeme, ohne Assistenzsysteme probieren, hatten dann eine Geschwindigkeitsmessanlage am Ende. Und bei mir war es so, dass ich einfach ohne diesen ganzen Assistenzsysteme am Ende dieser Anlage, wo wir das eben testen durften, knappe 120 km/h drauf hatte. Und dann mit aktivierter Launch Control durfte man das Ganze nochmal machen. Und da habe ich dann einfach knapp 130 erreicht. Und da sieht man, diese 10 km/h können natürlich im Renneinsatz dann schon entscheidend sein beim Start und das war wirklich sehr eindrucksvoll. Das Ganze kann man dreimal wiederholen, danach braucht das System eine Pause, weil die Kupplung dann einfach zu viel Temperatur hat und weil es da möglicherweise dann kritisch für die Teile wird. Also wie gesagt, drei Versuche hat man, bevor man dann wieder ein Stück fahren muss, dass das Ganze auf Temperatur wiederkommt für den normalen Betrieb. Ja, dann wie gesagt die zweite Station, das semiaktive Fahrwerk, durfte man natürlich jetzt nicht an der 97 Duke, sondern an der 1290 Super Adventure testen. Und da war ganz interessant, ein bisschen diese Unterschiede herauszufahren zwischen dem Sportmodus, der das Fahrwerk eigentlich, ja, sage ich mal, relativ neutral und so wie man das kennt, vom Feedbackverhalten hält, und dann dem Komfortmodus, wo quasi das simuliert wird, was BMW mit seiner GS, mit dieser Telelever-Technik schon länger macht. Das heißt, dass einfach das Vorderrad nicht oder nur ganz wenig eintaucht und dass das Feeling einfach sehr stabil und komfortabel bleibt. Und beim ersten Augenblick, wie man dann diesen Komfortmodus hineingedrückt habe, beziehungsweise wie man der Techniker diesen Modus aktiviert hat auf meinem Bike, da war das ganz ungewohnt und irgendwie auch intransparent, dieses Feeling. Aber es hat mich einfach daran erinnert, jedes Mal, wenn ich auf ein BMW GS raufstecke, dann ist es eigentlich ähnlich. Es ist halt einfach unglaublich komfortabel.
Vor allem, wenn man mit Sozia und Gepäck unterwegs ist, kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Aber ansonsten, ich bin eher der sportliche Fahrertyp und da hat man dann dieser Sportmodus mit dieser gewohnten Transparenz und diesem besseren Gefühl fürs Vorderrad mehr zugesagt. Aber es war wirklich insofern mal toll, ausgiebig beide Varianten testen zu dürfen und hier diese Unterschiede auch erfahren zu dürfen. Ja, ich komme dann weiter zum Kurven-ABS. Das Kurven-ABS ist auf beiden Motorrädern drauf, wobei man jetzt sagen muss, auf der 1290 Super Adventure ist das System quasi eine weitere Evolutionsstufe. Es sind mehr Sensoren drauf. Es wird der Bremsdruck quasi vor dem ABS-Modul gemessen, hinter dem ABS-Modul gemessen. Das ABS-Modul selbst misst natürlich auch noch diese Druckangaben. Und somit hat man ein bisschen erfahren können, wie ist es, wenn ich wirklich gegen die Natur eigentlich, niemand macht es, also kein erfahrener Motorradfahrer greift in der Kurve in voller Schräglage voll in die Eisen. Das tut man nicht. Und da muss man sich die ersten Male auch wirklich überwinden, ist mir selber so gegangen. Aber wie gesagt, ich habe das dann zuerst mit der 1290 Super Adventure gemacht und sie war tatsächlich erstaunt, aus wie tiefen Schräglagen man echt gefahrlos das Motorrad zum Stillstand bringt. Und das Schöne ist eben an der großen Reisemaschine da mit dem besseren System unter Anführungszeichen, dass man das Motorrad auch in der Schräglage belassen kann, das heißt seinen Kurvenradius weiterfahren kann, aber trotzdem wirklich voll auf der Bremse bleibt und einfach sicher verlangsamen kann. Ja? Also das ist, glaube ich, insofern wichtig, wenn man den Kurvenradius vielleicht schlecht einschätzt und dann intuitiv in die Bremse greift. Man kann dann im Radius drinnen bleiben und die Kurve sauber zu Ende fahren, ganz einfach, weil dieses System so ausgeklügelt und so optimal das Ganze unterstützt. Bei der 1290 Super Adventure ist es auch so, dass das Hinterrad nämlich aktiv mitbremst. Das ist ein Combined ABS, nennen sie das. Und das hilft dann auch ein bisschen, die Fuhre sozusagen stabiler um die Kurve zu bekommen. Aber fast eigentlich gleich gut, wenn auch technisch nicht auf so hohem Niveau, ist dieses Kurven-ABS, Cornering ABS, wie es heißt, an der 97 Duke. Da hat man zum einen mal kein Combined ABS, da spielt sich das Ganze eigentlich nur über das Vorderrad ab und zum anderen hat man nicht so viele Sensoren an Bord. Aber es ermöglicht wirklich, also im direkten Unterschied merkt man es natürlich schon, also im direkten Vergleich merkt man schon den Unterschied, wollte ich sagen, aber für sich betrachtet funktioniert das auf der 97 Duke auch echt toll. Es ist ein echtes Sicherheitsfeature. Du kannst genauso in wirklich tiefer Schräglage, also wir sind da mit Knie am Boden gefahren und einfach man hat sich überwinden müssen, in die Bremse greifen und bringt es dann auch wieder sicher zum Stehen. Es hat an der 97 Duke ein bisschen mehr Aufstellmoment, also dass man so in diesem Radius drinnen bleibt, fällt ein bisschen schwerer, auch weil eben die Hinterbremse nicht mitgenommen wird. Aber an sich ein tolles Sicherheitsfeature und in Anbetracht des Fahrzeugpreises, vom ganzen Konzept, ist es wirklich eine tolle Sache und muss ich sagen, Hut ab KTM, dass man das in dieser Klasse hier einführt und somit wirklich aktiv auch etwas zur Sicherheit der Fahrer beitragt. Ja, es gab dann zum Mittag Mittagessen, was hervorragend war, da im Fahrtechnikzentrum im Restaurant, was angeschlossen ist. Danach hatten wir in der Mittagspause auch gleich im Anschluss mit einem hübschen Espresso dazu eine Vorführung von Alpine Stars, die ja dieses Tech-Air-System verwenden. Ist ein tolles System, was ich bis dato noch nicht so gekannt habe, wenn ich ehrlich bin. Die Air von Dainese war mir da eher bekannt, aber dieses Tech-Air-System basiert auf einem ähnlichen Prinzip, hat noch ein bisschen umfangreichere Airbags am Oberkörper, also auch vor allem der Brustbereich und die Schultern sind ein bisschen mehr geschützt, noch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, umschlossen von diesen Protektoren. Und ich durfte dann auch wirklich an meiner Person das ausprobieren. Ich wurde nicht ganz freiwillig als Testimonial quasi ausgesucht und bin dann quasi in diese Airbag-Jacke gesteckt worden. Es wurde elektronisch ausgelöst und es war dann wirklich mal wirklich sehr interessant auch zu sehen, wie sich das anfühlt, wenn dieser Airbag quasi auf deinem Körper aufpoppt. Und ich muss sagen, es ist ein tolles Sicherheitsfeature. Es ist relativ preiswert, sage ich mal, weil ich glaube, das Leben, ja, kann man ohnehin nicht bezahlen und ich denke, es ist gut investiert. Ich glaube, 1200 Euro kostet diese innere Weste, die diesen Airbag inklusive Rückenprotektor dann beinhaltet. Ja, wie gesagt, das Leben ist halt mit nichts zu bezahlen und es ist, glaube ich, gut investiert in die Sicherheit, in die eigene Sicherheit nämlich. Das kann man dann eben kombinieren auch mit einer Jacke oder mit einer Lederkombi von Alpine Stars. Das ist nämlich Voraussetzung. Die haben auch dann diese Lämpchen und Indikatoren und die Verkabelung rundherum, sodass man sieht, ob dieses System auch ordnungsgemäß funktioniert. Und damit hat man eigentlich eine tolle Ausrüstung. War für mich neu, war eine coole Erfahrung und KTM hat eben das hier auch präsentiert, weil die Zusammenarbeit eine ganz, ganz enge ist, schon seit Jahren mit der Marke Alpine Stars eben. Und ja, war wirklich interessant. Am Nachmittag ging es dann weiter. Erste Station haben wir gehabt, Hill Hold Control.
Das kannte ich schon. Ich war schon mal auf einer Bosch-Präsentation, wo das auch anhand von KTM und Ducati quasi vorgestellt wurde. Und die Hill Hold Control ist wirklich ein nützliches Feature. Jetzt weniger an der 97 Duke, die hat sie auch nicht. Das hat sie nämlich nur die 1290 Duke. Aber wenn man so ein großes Motorrad hat, darauf wollte ich hinaus, und eventuell eben noch mit Beifahrerin oder Beifahrer hinten drauf und einer Gepäcklösung hinten drauf, dann ist es einfach eine schwere Fuhre. Und wenn man da jetzt bergauf auf einer Kreuzung beispielsweise oder irgendwo am Hang halten muss und man aktiviert das mit einem kräftigen Zug an der Vorderbremse, der Gang muss dazu eingelegt sein oder eingelegt bleiben, quasi die Kupplung links und die Vorderradbremse kurz angetippt, dann hält dieses System eben, der Druck wird aufrechterhalten, ich bin jetzt gar nicht sicher, zwischen 3 und 5 Sekunden, und danach wird es aber ganz langsam und wirklich gut kontrollierbar, ein bisschen verringert dieser Druck, und dann fängt das langsam zum Zurückrollen an, und dann kann man das eben durch erneutes Tippen wieder aktivieren oder eben dann wegfahren. Und das ist in meines Erachtens einfach wirklich eine coole Sache und eben nützlich, wenn es gerade mit schweren Maschinen ist, viel Gepäck ist oder eben auch dem Sozia oder der Sozia hinten drauf. Die fünfte Station war dann eine ganz lustige Übung, da haben wir testen dürfen die Traction Control. Das Ganze hat dann in den diversesten Modis funktioniert. Wir haben das getestet in Rain, in Street und quasi einmal im Track-Modus, wo man das Ganze dann auch abschalten kann. Und das war einfach schön zu sehen. Das war so ein Rutschbelag, es ist ein bisschen bergauf gegangen da im Fahrtechnikzentrum. Da hinten sieht man vielleicht diesen Hügel. Wie die Systeme regeln. Und ich bin es gewohnt, dass da vor allem in den letzten Jahren Systeme am Markt waren, die das eigentlich wirklich relativ grob und mit merkbaren Eingriffen machen. Und das heute hat mich wirklich überrascht, auch weil es so smooth und so wunderbar kontrollierbar eingreift, dass man das im ersten Augenblick gar nicht so wahrnimmt, aha, da wird die Leistung zurückgenommen, damit ich sicher in der Spur bleibe einfach. Und auf diesem Rutschbelag haben wir dann Gas gegeben, im Sportmodus wird ein bisschen mehr Schlupf zugelassen, da kann man dann auch ein bisschen schwarze Striche ziehen hier und ein bisschen sich spielen damit. Im Rain-Modus ist das Ganze sehr defensiv, natürlich zu Recht, niemand will wirklich rutschen im Alltag und in der Praxis, denke ich, auf nasser Fahrbahn. Und es war dann natürlich auch schön zu sehen, wenn man das Ganze abschaltet, wie gut das System eingreift, weil ja, abgeschaltet war das eigentlich kaum zu kontrollieren, wenn man da das Gas voll stehen lässt. Und da musste man dann wirklich vorsichtig sein, ein bisschen zurückdosieren, um hier sauber in der Spur zu bleiben. Wie gesagt, war eben ein wirklich rutschiger Belag, der eben auch nasse oder schneebedeckte Fahrbahn simuliert. Und es war interessant zu sehen, einfach mal in mehreren Versuchen, wie das läuft und wie hervorragend diese Technik mittlerweile entwickelt wurde und diese Fahreingriffe, dass die einfach wirklich so seitig, möchte ich fast sagen, hier einfließen und das Ganze das Fahrerlebnis selbst nicht stört. Ja, und als letzte Station, sechste Station dann am Nachmittag, hatten wir jetzt gerade noch die Möglichkeit, diese Zukunftstechnologien zu sehen zu bekommen. Das ist nämlich das, was die Entwickler gerade am Schreibtisch haben. Und da waren zwei Dinge ganz essentiell dabei und auch meines Erachtens sehr wichtig. Das eine war Blindspot Detection, ist auch eben bei großen Motorrädern, Reisemotorrädern wieder, sage ich mal, eine sehr gute Sache, weil es die Sicherheit unterstützt, die Sicherheit vor allem auch unterstützt, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und man jetzt nicht genau weiß, ist hinter mir jemand, beziehungsweise habe ich jemanden übersehen im Spiegel. Es ist nicht immer so, dass man auf die Schnelle diesen Schulterblick macht. Und wie gesagt, da wird einfach im Spiegel dann dieses orangene Lämpchen aufgehen und man sieht, Gefahr kommt von hinten. Vorsichtig sein, nicht überholen, beziehungsweise noch warten. Und das ist eigentlich eine nützliche Technologie, die mir auch in der Praxis wirklich weiterhelfen würde, weil ich kenne es, wenn ich selbst auf der Autobahn unterwegs bin, die Situation ist einfach ab und zu da, dass man nicht weiß, ah, war da jetzt was oder auch nicht, oder wie gesagt, und da greift es wunderbar ein. Ein weiterer Punkt in diesem Zukunftstechnologie-Paket war dann der Abstandstempomat, den KTM hier offensichtlich entwickelt für die 1290 Super Adventure. Da wurde vorne und hinten am Bike ein Sensorkästchen montiert, natürlich alles noch im Prototypenstadium, aber wir durften das einfach mal sehen, wie das funktioniert und wie da gerade diese Überlegungen sind, solche Systeme halt auch zur Serienreife zu bringen. Und da war eben, wie gesagt, auf dieser 1290 Super Adventure ein Kästchen drauf, was Radarwellen aussendet, die auf Metallgegenstände reagieren, beispielsweise vorausfahrende Motorräder, vorausfahrende Autos. Und da war es wirklich schön zu sehen, dass man einfach, wie man das gewohnt ist, also die ganze, sage ich mal, moderne Autopalette hat ja sowas mittlerweile an Bord, dass man einfach wirklich den Tempomat reingibt und hier
die Hand theoretisch sogar vom Lenker nehmen könnte und es wird dieser Abstand wunderbar schön eingehalten. Das Motorrad bremst auch von alleine, das habe ich ganz toll gefunden. Also nicht nur das Gasgeben funktioniert automatisch, auch das Bremsen funktioniert automatisch. Eine Emergency-Stop-Funktion ist nicht integriert, aber auch aus gutem Grund nicht integriert, weil jetzt bin ich gerade vielleicht nicht so aufmerksam oder habe nicht die volle Anspannung am Oberkörper und jetzt stellt euch einmal vor, das Ding bremst einfach voll, weil vor mir jemand auch abrupt stehen bleibt, dann würde ich, glaube ich, absteigen über den Lenker, weil man das Ganze einfach nicht handeln kann in dieser Zeit und weil man das einfach nicht mitkriegt, dass das so schnell dann passiert mit dieser Vollbremsung. Aber wie gesagt, die Systeme, die wir da jetzt gesehen haben, diese zwei, die waren auch wirklich sehr interessant, hat mir irrsinnig getaugt. Es ist ein Beitrag zu der allgemeinen Sicherheit im Straßenverkehr und ich habe das einfach wirklich toll gefunden, dass KTM im Rahmen so eines Events mal den Journalisten ermöglicht, hier wirklich Systeme bis ans Limit auszureizen, um wirklich mal zu sehen, wie funktioniert es in der Praxis, Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle und natürlich dann auch diese Geschichten wie Abstandstempomat und toter Winkelassistent, Blindspot Detection, wie es heißt. Es ist wirklich eine coole Sache und hat mich sehr gefreut, dass ich hier für euch dabei sein durfte. Wenn euch das Video auch gefallen hat oder wenn ihr Fan davon seid, was KTM hier quasi produziert und was auch in den nächsten Jahren noch auf den Markt kommen wird von KTM, dann schenkt mir einen Daumen hoch, hinterlasst was in den Kommentaren, vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Anregung, was braucht man nicht, was hat euch vielleicht schon mal in der Praxis auch wirklich geholfen oder vielleicht sogar einen Unfall verhindert. Wie gesagt, lasst mich's wissen, ich werde wieder fleißig nachkommen und dem Ganzen und die Kommentare beantworten. Es hat mich sehr gefreut, bleibt sitzen oben, macht es gut, ciao. We'll be right back.